Warum sollte ich 50 Goldmünzen für einen Karpfenteich? Man muss an der Stelle auch sagen, dass Karpfen auch einfach ein Anzeichen von Wohlstand sind. Also Karpfen ist einfach ist etwas... Das so? Ja, also Karpfen gilt als absolutes Luxushaustier. Und auch heutzutage kaufen sich reiche Leute noch Zuchtkarpfen, weil die ja unendlich teuer sein können, diese Fische. Also ein Karpfenteich... Nee, nicht Karpfen. Nee, doch. Koi-Fische sind das. Ja, schon, aber... Koi sind Karpfen. Koi sind Karpfen. Echt? Ja. Okay, dann versuche ich jetzt, meinen Karpfenteich möglichst billig zu bekommen. So. Ihr macht ein großartiges Geschäft. Nicht krass. Für läppische 20 Dukaten habe ich Koi-Fische bekommen. Die Königin von links oben aus Galizien hat mir gesagt, die sind ein Zeichen von Status und Wohlstand. Sind und sie. Ich brauche alle Zeichen von Status und Wohlstand. Ne? Bei mir ist er auch noch, ne? Der ist gierig, arrogant, unersättlich. Niemand hat je gesagt, dass er schlau ist. Wohlstand ist gut. Wenn ich Status besitze und alle sehen, dass ich den prächtigsten Karpfenteich von ganz Spanien habe, dann werden sie schon sehen, mit wem sie es zu tun haben. Also mein Chat sagt gerade auch, Koi-Karpfen sind tatsächlich Karpfen mit einer Pigmentstörung. Ja, geil. Ja. Billig. Und das sind übrigens nicht zu verwechseln mit Krapfen. Es ist kein Frühstücksgebäck. Ach, du kennst Krapfen gar nicht, oder? Doch. Wie heißen die denn bei euch? Weil in Berlin haben die so ganz komische Namen. In Österreich heißt es Krapfen. Ja, stimmt, du bist ja auch im guten alten Bayern. Genau. Wir nennen die Dinge hier beim Namen. So, ich bin jetzt 6 Jahre verheiratet at this point. Und ich habe immer noch kein Kind. Ich habe das Gefühl, mit diesem Ehemann läuft nicht so. Ich frage mich halt, ab welchem Zeitpunkt ich mir Sorgen... Ich meine, ich bin erst 22. Ja, ich habe noch Zeit. Vielleicht, Dankeschön, also, Martino, für den Sub. Und ganz viel Spaß haben, hier weiterhin. Dankeschön. Dass die unbefleckte Empfängnis noch kommt. Ja, die kommt bestimmt noch. Ja. Dankeschön, Arnold, für den Prime. Vielen lieben Dank, ihr Lieben, für die Subs. Willkommen bei den Eumeln. Ja, in Berlin gibt es Berliner und Pfannkuchen, aber ich habe keine Ahnung, was war. Oh, es ist allgemein bekannt, wie sehr Höflinge Intrigen und Komplotte lieben. Dies könnte ich zu meinem Vorteil nutzen. Wenn ich dafür sorge, dass meine Höflinge einander misstrauen und untereinander zanken, fehlen ihnen Zeit und Ressourcen, gegen mich zu intrigieren. Ja. Ich derweil bin krank. Oh mein Gott. Jetzt schon. Ich habe Minus-Prestige. Ich nehme natürlich die billigere Hofärztin. Die ist zwar total scheiße und sie ist, Gott, sie ist sadistisch, hinterlistig und zornig. Aber die andere ist eine faule, ungeduldige, religiöse Alte. Es ist beides nicht so geil. Ach wild, Robelex. Hey, die billigere, komm, auf jeden Fall. Warum sollten wir viel Geld ausgeben, wenn wir auch wenig Geld ausgeben? Hier an der Stelle nochmal für die Leute, die neu im Chat sind. Ihr könnt mir in diesem Spiel nichts sagen, was ich nicht weiß. Also so ganz, ganz grundsätzlich gesprochen, ich weiß, dass wie ich an Kinder rankommen würde. Maurice und ich haben dieses Spiel inhaliert, seitdem es draußen ist. Also ich kann das im Schlaf spielen mittlerweile und wahrscheinlich auch mit 3 Promille. Wir haben auch basically schon alles durch, was man in dem Spiel durchhaben kann. Wir haben heute einen neuen Run gestartet mit einer kleinen RP-Challenge. Und wir versuchen, unsere Charaktere nach den Charaktereigenschaften zu spielen, die sie haben. Ergo, mein Charakter ist keusch und aufgrund der Charaktereigenschaften, die sie hat im Verhältnis zu ihrem Ehemann, kommen die nicht so gut miteinander aus. Das heißt, ich werde nicht bewusst integrieren, um mit dem Sex zu haben, weil es keine Begründung dafür gibt, das zu machen. Ich bin außerdem ein religiöser Eiferer und warte immer noch darauf, dass Gott mir ein Baby macht. Weißt du, was Gott derweil mit mir gemacht hat? Klick mich mal an. Oh je. Yeah. Verwundet, entstellt, krank. Hä, was ist passiert? Ich habe die günstigere Hofärztin genommen. Und... Ich würde sagen, du hast unsere Challenge gewonnen. Sie hat eine drastische Behandlung empfohlen. Und jetzt sterbe ich gleich.
Aber davor töte ich sie noch. Jünd. Jünd. Hoparstamt ist frei. Krieg erklärt. Oh, von einem perversen Ehebrecher. Aha. Siehst du? Und das sind jetzt die Punkte, wo ich meinem Lehnsherrn zur Unterstützung eile. Ich komme, mein Lehnsherr, um mit dir in der Schlacht zu sterben gegen diesen gotteslüsternen Perversling. Wir brauchen Armee. Maurice, wir brauchen Armee. Ja, bin ich auch der Meinung. Also ich intrigiere gerade gegen meinen Lehnsherren. Aber Keusch heißt doch nur, dass du nicht zum Spaß mit deinen Männern rumvögelst oder gar fremd gehst. Habe ich das Konzept von Keusch nicht verstanden? Das ist das grundlegende Konzept von Keusch. Absolut. Die katholische Kirche sieht Frauen aber generell als problematisch, die Sex haben. Und ich habe eine besondere... Mein Charakter ist auch ein bisschen begriffsstutzig. Sie ist auch demütig. Sie ist religiös eifernd. Das heißt, sie ist einfach... Grundsätzlich, ja, hast du es richtig verstanden. Aber sie insbesondere glaubt immer noch daran, dass Gott ihr ein Baby macht. Sehr gut. Ja, Ich glaube nicht mehr an viel. Ich habe gerade Gotteslüstern gesagt, ne? Das ist ein falscher Versprecher. Ein religiöser Eiferer natürlich, nicht Gotteslüstern. Ups. Muss hier, glaube ich, noch einen Sohn enterben. Weil ich jetzt gleich sterbe. Stirbst du wirklich? Ja, ich kann ihn nicht enterben. Dann, Dankeschön, Sasia, für die 15 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Einkerkern, mein Sohn. Wir führen Krieg. Sancho der Geringste, ich glaube, dass du jetzt leider... ich bin doch nicht mehr krank. Dann kann ich dir wieder freilassen. Wolltest du ihn hinrichten? Ich wollte gerade, natürlich. Das, also alles, was ich mir erarbeitet habe im Lauf meines sehr kurzen Lebens, das soll ja nicht aufgeteilt werden an weniger, also an Leute, die es nicht verdient haben, wie meinen zweitgeborenen Sohn. Das, weil dann hätte die Familie überhaupt keine Chance, jemals die grünen Wiesen meines Lehnsherrn zu erobern, wenn das Reich jetzt zersplittert. Das wäre ja nicht, das geht ja nicht. Aber nun kann ich dich wieder freilassen, mein Sohn. Er gewinnt sogar Meinung von mir dadurch. Ja, ich habe dich nur kurz ins falsche Zimmer geschickt. Das tut mir leid, mein Sohn. Wie läuft der Krieg mit deinem Lehnsherren? Naja, ich habe ja keinen Krieg mit meinem Lehnsherrn. Ich kämpfe mit ihm gemeinsam. Ja, ich habe das Angebot. Oh, Herren, das Undenkbare ist geschehen. Mein Ratsmarschall Raimund braucht einen Augenblick, um zu Atem zu kommen. Die Stirn ist schweißnass. Die Damen von Corona haben zu den Waffen gegriffen, um die Stadt selbst zu verteidigen. Bald darauf stürmt auch Geisum in den Raum. Das ist wieder die Natur, Herrin, ruft er. Wenn wir sie kämpfen lassen, werden sie demnächst auch nach Land fragen. Und wer kümmert sich dann um die Kinder? Ein Schwert ist ein Schwert, kommt umgehend die Antwort von Raimondo. Dadurch, dass ich religiös eifernd bin, kann ich jetzt schreien, Hexen, Hexen. Und damit habe ich jetzt die Damen in Nöte gezwungen und bekomme Schrecken. Ich habe Hexenverbrennungen in Spanien, weil Frauen sich verteidigen wollen. Du bist selbst eine Frau, Pia. Das ist was anderes. Du Geschlechtstraitor, du. Das ist was anderes. Das ist was eindeutig anderes an dieser Stelle. Ich weiß nicht, was anderes ist. Ah, und jetzt sieht man bei der einen Armee hier, sieht man, dass da jetzt ein Gefangener in der Armee drinnen ist. Deswegen hat das jetzt dieses Kerker-Symbol. Bitte hör auf, wegzurennen, ohne mit mir zu kämpfen. Super, jetzt greift mein Verbündeter weg und lässt meine Armee abschlachten. Das ist ja großartig. Was für einen tollen Lehnsherrn ich habe. Nachdem du ihm noch so nobel beistandest, ne? Ja, das ist natürlich bitter. Aber ich bin auch nicht gut im Krieg führen. Deswegen, also, ist halt eine schwierige Sache jetzt.
mein Ratsmitglied ist verstorben. Was auch gut ist, weil mein Ratsmitglied mochte mich nicht. Mein Ratsmarschall ist auch tot. Oh. Nee, der wurde gefangen genommen. Ja. Ja, alles schwierig gerade ein bisschen. Ich habe auch keine guten Ausweichleute. Ja. Ja, weißt du, wie man wenn man Ausweichleute bekommt, indem man sich Dankeschön, mehr einverleibt, also mehr Vasallen, mehr Ländereien, mehr Geld. Ja, nein. Dann bist du nicht mehr an individuelle Menschen gebunden, die ja flüchtig sind. Geld ist ewig, Pia. Ja, das ist wahr. Geld ist ewig. Aber ich habe keins. Auch nicht, ich habe gerade alles ausgegeben, aber ich habe es in Truppen gesteckt, um die Ländereien meines Lehnsherren zu erobern. Das ist ein Bürgermeister, dem kann ich keine Ehefrau suchen und die haben alle Ehefrauen. Aber die haben zumindest schon mal eine Tochter hier. Das heißt, ich kann dann eine matrilineare Beziehung provozieren. Nee, aber das ist ja unreligiös, das würde ich niemals machen. Nee, das geht nicht. Dann muss ich schauen, dass ich eine Heirat arrangiere mit jemandem auf meinem Hof. Ja, zum Beispiel mit Arias. Das bietet sich an. Sind beide auf dem Hof, das passt. Und ich habe, glaube ich, ich habe noch einen Jungen auf dem Hof, dem kann ich auch gleich eine Frau raussuchen. Ach, da ist noch ein kleines Mädchen. Kritiker bei mir im Chat. Geld ist ewig, sagt er, bei 8% Inflation. Ja gut, Geld ist vielleicht nicht ganz ewig, aber wisst ihr, du hast ja immer noch die gleiche Zahl an schön klingenden Münzen, an denen du dich erfreuen kannst. Selbst wenn sie weniger wert sind, kannst du immer noch wie Dagobert Duck darin baden. Das ist ja, also Geld hat ja noch andere Werte. Einfach die Freude am Goldbesitz. Ich habe das Gefühl, ich bekomme einen neuen König. Und der ist gottlos. Was? Ja, ich glaube, mein Dude wird das verlieren, mein König. Weil der ja auch weggelaufen ist. Gegen Leon. Ja. Den lüsternen, zynischen, hinterlistigen. Ja, dann habe ich auf jeden Fall Gründe, Krieg zu führen. Da kannst du dir aber sicher sein. Dann habe ich auf jeden Fall Gründe, Krieg zu führen. Es wird ja immer schlimmer hier. Wie wir beide auch so von unseren eigenen... Ich finde es total geil gerade. Ich werde aus Geiz verstümmelt und du wirst von einem gottlosen, perversen Ketzer erobert. Innerhalb der ersten Stunde. Dieses Spiel manchmal. Ja, das ist richtig schwierig. Was ich mich halt an der Stelle frage ist, kann ich eine Exkommunikation von dem erbitten? Ja. Lol. Ich habe ihn exkommunizieren lassen. Jetzt hasst er mich natürlich richtig. Das ist natürlich auch schwierig und gefährlich. Aber... Und jetzt kann ich noch eine Revolte entfachen. Aber das hat er ja auch verdient. Ja, absolut. Also das hat er auch absolut verdient. Und dann würde ich auch Mordkomplott gegen ihn starten, weil ich muss jetzt alles dagegen tun, damit der das übernimmt. Auf jeden Fall muss ich alles dagegen tun. Das heißt, wir kümmern uns jetzt darum, dass wir den loswerden. Auf unsere Art und Weise. Ja, wie schnell das geht. Ja, ich bin ja eigentlich nicht so kriegerisch. Er ist ein Ehebrecher. Er ist pervers. Er ist lüstern. Ja, nee. Er ist zynisch. Er ist hinterlistig. Er ist exkommuniziert. Ich verstehe das eigentlich, also mein Charakter seine Frau versteht ist das dann. Nicht, wie man sich von so emotionalen Dingen treiben lassen kann, die nicht kalte, harte Münze sind. Denn die Münze ist neutral und gerecht und objektiv. Alles andere ist irgendwie, ne, aber kann ja jeder machen, wie er möchte, ne? Solange ich das meiste Geld habe, gönne ich dir ja deinen Glauben. Egal, was er getan hat, aber Mordkomplott ist immer legitim und verdient, schreibt Gaius gerade und ich möchte das unterzeichnen.
Aber zählt der Mord nicht als Widerspruch, als demütiger Mensch? Manche Widersprüche in Religionen müssen gemacht werden, um Gott zu schützen. Ich bin ein gottesliebhabender, ein gottesliebender, demütiger Mensch. Ich bin auch nicht gegen Kreuzzüge, also... Ich bin demütig, wenn es um andere geht. Ja, natürlich. Meinem Chat ist gerade aufgefallen, dass es eine gewisse Ironie gibt, dass ich sage, dass ich ihn exkommunizieren lasse und im nächsten Atemzug sage, oh, er ist ja sogar exkommuniziert. Das ist wahr. Ich war vielleicht unlängst daran beteiligt. Andererseits glaube ich trotzdem, dass mein Lehnsherr hier ziemlich hart sterben wird, weil der lauter Kriege gleichzeitig gerade hat. Bei mir ist gerade sogar mein Typ bemüht jetzt auch ein bisschen Ketzerei und sagt auch noch, offenbar wollen auch höhere Mächte nicht, dass mein Lehnsherr der Herzog bleibt und ich sollte es sein. Da verliere ich ein bisschen Frömmigkeit für. Aber klar, verbreitet ist, das sollen die Spatzen von allen Dächern rufen, dass er natürlich auch die Gunst Gottes verloren hat. Ich habe zwar keine Autorität, das zu sagen, aber ich sage es trotzdem. Oh, ich habe ein Geschenk. Ich habe ein Geldgeschenk bekommen. Ach, wir haben verloren. Wow, jetzt bist du wirklich unter diesem Monster. Ist das großartig? Ich würde halt. Ein exkommunizierter perverser Ehebrecher ist jetzt der Herrscher von deiner frommen, keuschen Edelfrau. Ich kann halt einen Anspruch erbitten. Und der Papst wird ihn mir sogar geben. Das Problem ist nur, wenn ich das mache, dann wird er mir hundertprozentig den Krieg erklären. Du bist ja viel zu schwach, den durchzusetzen aktuell. Ja. Der ist doch noch mit den anderen verbündet, blöderweise, mit dem... Aber ich kann eine Revolte entfachen. Das fände ich spannend. Dann gibt's Volksmeinung minus 50. Aber der hat so viel Armee, dass ihm das, glaube ich, nicht mal wehtut. Vielleicht solltest du warten, bis sich die Adligen auch erheben und dann ballerst du noch Volksmeinung rein oder sowas. Weil das, also in der Regel hast du ja als neuer Lehnsherr erstmal noch irgendeinen Aufstand dann am Start. Aber er hat mich gerade in den Rat gesetzt. Ich bin sehr verwirrt. Ich bin mit 6 Punkten in Diplomatie jetzt die Diplomatin in seinem Rat. Und ich glaube, niemand versteht so richtig, warum. Ich meine, als demütige Person müsstest du jetzt sagen, oh, mein Lehnsherr, natürlich. Aber gleichzeitig ich bin religiöser Eiferer. Nee. Also ich bin ja, ich brauche ein bisschen länger, um jetzt Entscheidungen zu treffen. Aber eine Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, sind Bogenkämpfer. Ja, ich dagegen habe jetzt hier gleich den Thronanspruch. Ach, 90%. Er ist gestorben. Das ist aber schade, dass er gestorben ist. So, und jetzt habe ich schon kein Problem mehr. Und ja, wobei, sie ist eine Frau. Aber es ist in Ordnung. Also, er ist tot. Damit ist mein Problem hier an der Stelle offiziell abgeschafft. Und, damit würde ich jetzt wieder chillen. Und mit 200 Bogenschützen mehr, aber abseits davon. Und ich dagegen habe gerade durchgesetzt, dass ich natürlich den rechtmäßigen Anspruch auf das Herzogtum habe. aufgrund einer alten dynastischen Heirat. Aber ich glaube, das wird bei dir noch... Also du hast jetzt gerade keine Probleme, aber Königin Ximena von Leon ist 6 Jahre alt. Und Königin Mafalda von Galizien ist 0 Jahre alt. Eins, ich bitte dich. Siehst du dich da jetzt als Protektorin der Sprösslinge des Sünders? Also wenn da jetzt ein einjähriges Kind angegriffen wird, herrscht die nicht auch von Gottes Gnaden? Also das größte Problem, das ich an dieser Stelle gerade habe, ist, dass sie Frauen sind. Und Frauen sollen nicht regieren. Es gibt so viel zu klippen in diesem Stream. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ja, ich bin selber eine regierende Frau.
Aber das macht ja nichts. Katholizismus muss keinen Sinn ergeben. Komm, ich verheirate meine Tochter noch mit Grafen von Augsburg. Ja, das ist was anderes. Kannst du nicht Vormund werden von der Kleinen? Ich glaube nicht, dass sie mich möchte. Nee. Grundzurückhaltung, fremder Hof, nee. Die ist eingeschüchtert von mir, aber das gibt Bonuspunkte. Aber die müssten zu mir in den Hof kommen und das wollen die nicht. Aber die Sache ist halt, die werden sich hundertprozentig gegenseitig den Krieg erklären. Also die zwei werden safe gegeneinander Krieg führen, weil die die Ansprüche, also die gegenseitigen Ansprüche haben. Das stimmt. Dankeschön, Almet, die sind jetzt noch zwei kleine unschuldige Kinder. Dankeschön. Aber wart's mal ab, ne? Für mich ist es eigentlich gut, dass das jetzt passiert ist, weil ich bin den anderen grausamen Herrscher los. Ich habe halt das, also der unglückliche Aspekt ist halt, dass ich unter der Schwächeren sitze gerade. Aber solange sie Kinder sind, können sie auch mir nicht so viel auf den Arsch gehen. Weil die ja eingeschränkt sind in den Sachen, die sie machen können. Das heißt, ich habe auf jeden Fall jetzt mal 15 Jahre Zeit, mich selbst zu stärken, bevor die für mich ein Problem werden. Außer sie werden davor gestürzt. Aber gestürzt werden kann ja eh immer passieren. Das stimmt. Also ich würde sagen, ich sehe es als Vorteil für mich gerade. Und ich bin einfach nur froh, dass der eine Sünder weg ist. Also ich bin schwanger. Endlich! Ich vom Herrgott. Bin schwanger. Nee, leider von meinem Ehemann. Leider von meinem Ehemann. Na, schade. Man kann halt nicht alles haben, ne? Wir brauchen erstmal ein Festmahl, aber mir fehlt dafür Geld. Ob ich den jetzt angreife, ich bin mächtiger als er mit meinen Verbündeten, aber auch nur mit den Verbündeten. Meine Verbündeten sind ein bisschen verstreut, aber die sind schnell da. Ach komm, das passt. Der Lüstling, er denkt, er sei Gott, verbrennt den Frevler. Ja, ich müsste erstmal, ich hab jetzt ehrlich gesagt erstmal das Bedürfnis, auf eine Pilgerreise zu gehen, sobald das Kind da ist, um mich zu reinigen. Das Problem ist, ich kann erst 83 wieder auf eine Pilgerreise gehen. Das heißt, ich muss mich jetzt leider ein paar Jahre dreckig fühlen. Meine Verbündeten wollen nicht in den Krieg kommen! Warum nicht? Oh Gott! Ihr feigen Schweine! Warum nicht? Wir haben das doch alles gemeinsam geplant! Diesen Krieg! Kann ich Söldner machen? Hallo Freya! Nee, gerade nicht. Festmahl zu Schwangerschaften, ist das eine historische Gender-Reveal-Party? Ihr schäbigen Verräter! Ich bin einfach nur generell verfressen. Warum? Graf Arne, komm, lass mich dich beeinflussen. Stirbst du jetzt? Vielleicht. Was führst du denn für einen Krieg? Gegen meinen Lehnsherren. Oder hast du also den Krieg begonnen? Ja, natürlich. Und es ist mein rechtmäßiges. Steht mir zu, Pia! Na, Gott, er ist hinter mir her! Er kommt! Warum ist er schneller als ich? Beautiful. Graf Arnold und Graf Arna, ihr Schweine! Wie könnt ihr es wagen? Die Verzweiflung. Wie könnt ihr es? Kann ich sie irgendwie bestechen vielleicht? Oh Gott, warum hat er mich gefangen? Nein! Ich möchte Kreuzzüge, Maurice. Ich möchte ein neues Leben in Jerusalem beginnen. Ich möchte dem Gott näher sein. Vielleicht bekomme ich meine unbefleckte Empfängnis, mein göttliches Kind, ja, wenn ich in Jerusalem lebe. Ich finde, meine Familie sollte nach Jerusalem auswandern. Unterstützt du mich? Ich glaube, ich werde bald tot sein, aber... Du schaffst das schon. Prinzipiell voll gern.
Hilft dir wirklich niemand? Nee, ich habe zwei, weil ich glaube, weil ich so hässlich bin. Weil mich niemand mag. Weil ich so hässlich und unsympathisch bin. Ich habe leider, also ich könnte dir nicht mal helfen, wenn ich wollen würde. Ja, weil natürlich, das ist sehr nachvollziehbar. Ich den auch nicht getötet also, bekommen, den Dude. Also du musst das jetzt allein hinkriegen. Das, also erstmal müssen diese Verlöbnisse werden natürlich direkt gebrochen. Ja, passt doch zu deinem Charakter. Du bist arrogant. Eben. Also, was oh nein, ich habe eine. Oh, ich habe Zwillinge bekommen. Katholische Namen. Maria, Patricia, Benedikta und Patricia. Katharina. Jetzt will auch niemand mehr heiraten, Marina, der irgendwie mächtig ist. Sophia, Helen, Rachel, Cecilia, Mencia, Sibella, Philippa. Was wollen wir denn? Benedikta. Und da ruft um Hilfe, aber die sind so hässlich. Benedikta und Patricia passt nicht so gut. Wir müssen auch zusammenpassen, die Namen. Also ihr Verbündeten seid die schäbigsten von allen. Judith und Patricia, das passt gut zusammen. Ich habe zwei Töchter bekommen. Zwillinge. Jetzt bin ich ja doppelt dreckig. Dem Lehnsherrn wurde der Krieg erklärt. Sowas. Ja. Aber mit den Problemen setze ich mich nicht auseinander. Ich habe Kinder, um die ich mich kümmern muss. Kann ich einen Hoftutor kann ich noch nicht einstellen, oder? Doch, geht sogar schon. Okay, also ich gehe als gieriger Charakter natürlich sehr ungern in Schulden. Hoftutor für meine Kinder. Und dann können die nämlich auch Sprachen lernen, wenn sie 6 Jahre alt sind. Aber dann ist das jetzt eben so. Dann müssen die auf jeden Fall Italienisch lernen, beide von klein auf. Eine ist begriffsstutzig, die andere nicht. Und ich brauche auf jeden Fall einen Sohn. Hä, ist doch mega, du bekommst zwei Kinder für den Preis von einmal Sex. So, ich bin in die Schulden gegangen, aber das auf jeden Fall gucken, aber ich wollte die Namen besser zusammenpassen. Das, also. Und das merke ich mir mit diesen Verbündeten. Die sind als nächstes dran. Dieser Verrat wird nicht ungesühnt bleiben. Oh Gott, wir schaffen das immer noch nicht. Oder? Kriege ich nicht jetzt vielleicht Geld von meinem Papst? Doch. Aber ich könnte ihm jetzt auch meine kleinere Tochter schicken, direkt. Oder Judith? Wobei, das ist auch jung. Würde man ein Kind mit 0 schon wegschicken? Nee, noch nicht. Wenn es Gottes Wille ist? Ja, das ist ein bisschen früh. Mit 4 oder mit 6. Boah, mit 0 ist schon sehr, sehr früh. Also ich würde meine 0-jährige Tochter auch mit einem 90-Jährigen verheiraten, wenn es, ich erhöhe als Strafe die Steuern, jawohl, komm. So. Das ist ein bisschen und jetzt, ein bisschen später. Jetzt will ich diese Hauptstadt. Wir haben jetzt Kinder, das ist schon mal gut. So, ich habe immer noch nicht meinen Handelshafen. Und das ist schade. Weil ich finde, ich hätte einen verdient, einen Handelshafen. Handel bringt klingende Münze, also ist er gut. Exakt. Ja, dann schicke ich dem Papst wirklich meinen Mündel, weil dann mag der mich mehr. Ich schicke dem Judith, die soll bei ihm ausgebildet werden. Und dann schicke ihm beide Kinder. Die sollen einfach direkt hier in eine gute Ausbildung geschickt werden. Dann sind sie auch zusammen. Dann bleiben die Schwestern doch zusammen. Dankeschön, Finn Rider, für die 21 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ja, ist doch super. Ja, meine zwei Kinder werden beim Papst ausgebildet. Nachher lernen sie noch Sprache von ihm. Das passt schon. Das sollen ja auch gute Töchter werden. Die sollen von klein auf fromm sein. Das passt schon.
Ich kann sie ja bei einer Pilgerreise besuchen in 6 Jahren. Das gute Idee mit dem, ich habe mit einer unverheirateten Frau noch einen besseren Befehlshaber geholt, das war eine gute Idee. Ey, ich sag's dir, ich werde bekommen, was mir zusteht, Pia. Ich glaub dir das. Und danach ist, also Graf Arnea von Albrecht ist wirklich, also, der muss sterben. Das ich zweifle ein bisschen dran, ob ich die Kinder wirklich mit meinem Mann bekommen habe oder ob es nicht wirklich eine unbefleckte Empfängnis war. Was Weil der ist halt darauf? Wunderschön und meine Kinder haben nicht mal den Hübsch-Perk bekommen. Oh. Vielleicht sind Moment, sie doch Gotteskinder. Willst du damit sagen, dass Gott weniger schön ist als dein Mann? Das hast du jetzt so verstanden? Ja, aber hast du eine alternative Interpretation für mich? Nein. Leider nicht. Ja, dann. Gottes Schönheit kann nicht im Menschen dargestellt werden. Dankeschön, Verlor. Oh, und jetzt kann ich mein Glaubensoberhaupt um Geld bitten. Genau das habe ich gebraucht und damit kaufe ich mir jetzt meine Handelshäfen. Dankeschön für die Steuerrückzahlung, die habe ich mir verdient. Ich habe meine Kinder gegen den Handelshafen getauscht. Ach du Scheiße. Ich habe jetzt auch die Frauen, die irgendwie sich verteidigen wollen. Ich überlege gerade, was... Das sind Hexen, Maurice. Vergiss nicht, dass das Hexen sind. Ja, aber mein Typ ist ja nicht so gläubig. Diese armen Damen, ich werde sie vor diesem Übel retten, ist die arrogante Antwort, die ich geben kann. Ich habe eine zweite Sprache gelernt. Ich kann jetzt endlich Fränkisch. Oh, aber Pia, du hast vollkommen recht. Ich kann es wieder mal monetär begründen. Wenn ich sage, dass Frauen nur Kinder in den Händen zu halten haben, ist das dem Klerus genehm. Und dann billigt mich mein Bischof und dann verdiene ich mehr Geld. So finde selbst ich zum Glauben. Natürlich. Frauen haben in der Küche zu sein. Hallo Bischof, danke für das Kirchensäckel da drüben. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Und gleich werde ich Herzog sein. Nachdem ich diese Armee hier zerschmettere. Überlebst du es? Ja. Ich habe jetzt einen Komplott bei dir gestartet, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Und zwar? Ich lerne jetzt deine Sprache, damit wir uns austauschen können. Ja, voll gut. Ich habe viel dir über Geld beizubringen. Das klingt großartig. Das klingt in der Tat großartig. Und ich habe meinen illegitimen Lehnsherren abgesetzt. Das klingt auch großartig. Ich bin jetzt, wie es sich geziemt, das Oberhaupt der Katalanenkultur. Das klingt auch wundervoll. Das klingt alles wundervoll. Also wirklich alles großartig. Und jetzt kann ich noch... mein Untertan ist ja jetzt mein... Also mein ehemaliger Lehnsherr ist jetzt mein Vasall. Jetzt kann ich den auch noch um Geld erpressen. Hast du nicht gesagt, du hast Angst, dass du stirbst? Ich hatte vorher schon die Eigenschaft, ihr seid dem Tode nahe. Aber nee, aber ich meine auch, dass geworden. Du Angst hattest, den Krieg zu verlieren. Ja, ich habe dann tatsächlich einen Brainfart gehabt. Du kannst ja mit Söldnern in Schulden gehen. Also ich dachte, ich kann mir keine Söldner leisten, aber ich kann ja in Schulden gehen und sie trotzdem anheuern. Und, deswegen habe ich es gerade noch geschafft. Aber ich habe den Verrat nicht vergessen. Hoffe ich. Das hoffe ich. So, von... Graf Arne von Albrecht. Ich brauche unbedingt noch einen Sohn. Ich brauche unbedingt noch einen Sohn. Das ist einfach nicht gut. Ich habe zwei Töchter, ich habe Zwillinge bekommen. Ah.
Aber ich bin aufopferungsvoll gerade geworden, religiös betrachtet. Das ist schon mal was Schönes, auf jeden Fall. Die Bauern erheben sich nur wegen der Steuererhöhung von neulich. Wie ist das eigentlich, da Gier doch eine Todsünde darstellt? Müssten wir dem Maurice dann auch den Weg des Gottes aufzeigen? Der ist so weit weg. Ich gucke nicht so weit über meinen Tellerrand. Ich brauche auch ein bisschen länger, um diese Gier zu checken. Also das ist ja eine innenpolitische Geschichte. Ich kriege ja nicht mit, was bei dem abgeht. Ich sehe ja in erster Linie, sehe ich einfach einen Katholiken, der keine Skandale hat bis jetzt und nicht mit anderen Frauen schläft. Also mein größtes Problem ist damit nicht. Also deine Frau ist lüstern. Ui. Lüstern und sadistisch. Mit deiner Frau freue ich mich wahrscheinlich eher nicht so an. Ja, ich wollte jemanden, der zu mir passt. Deine Kinder sehen sich sehr ähnlich. Ja, die haben leider das Pech gehabt, dass sie alle die Hässlichkeitseigenschaften geerbt haben. Ja, die haben. Sehen auch wirklich aus wie Geschwister. Die einzige, tollerweise hat ausgerechnet, mein Haupterbe hat als einziger die volle Hässlichkeit, die Abscheulichkeit geerbt. Dann ist doch alles super. Und die anderen haben alle nur die normale Hässlichkeit bekommen. Die Frage, die sich mir stellt, was hast du Gott getan, dass er euch alle hässlich gemacht hat? Das ist nichts eben. Deswegen ist das ja die Ungerechtigkeit, die mich treibt, alles an mich zu raffen. Das ist ja eindeutig, ne? Das ist nicht gerecht. Und deswegen muss ich allen alles dann abnehmen, machen wir das, Hamwick. Kann. So, wie lange braucht denn jetzt hier mein Hafen noch? 12 Jahre lang noch, bis ich den guten Käse importieren kann. Schade. Hallo, Falendiel. Keine Strafe, eine Prüfung. Oh. Oh ja, stimmt. Ja, dann können wir uns und ich werde noch zusammen spielen, Rigor, auf jeden Fall. Man darf doch nicht aussterben mit seiner Dynastie. Der hat ein anderes Schönheitsideal. Deine Kinder sind ja auch nicht die Hübschesten. Hä? Wohl meine Kinder sind nicht die Hübschesten. Was hast du mit meinen Kindern? Wie meine Kinder sind nicht die Hübschesten. Ich bin empört. Maurice? Ja? Der Chat ist frech. Wie? Ich habe deine Kinder noch nicht gesehen. Ich muss mal schauen. Ich bring gerade meinem. Was für breite Kiefer! Die Kinder haben einfach Pausbäckchen. Das sind Babys. Haben sie das Perk schön? Nein, aber mein Ehemann war geizig und wollte es auch nicht teilen. Durch meine Bemühungen, eine wahrhaft gefürchtete und respektierte Persönlichkeit zu werden, ist eine große Anzahl schuldiger und illoyaler Personen in meinem Kerker gelandet. Viele niedere Heißabschneider und Taschendiebe vom Land und aus der Städte warten auf ihr Schicksal. Ich kenne dieses Event. Abgeschieden von der Gesellschaft. Nein. Doch ich habe womöglich eine bessere Verwendung für sie. Ich stelle mir einen Wald vor, der voll von aufgespießten Abschaum und Verrätern ist. Warum? Du hast eine grauenvolle Mahnung an jene. Ich muss kurz Pause drücken. Ich muss überlegen. Aber warum, Pia? Also warum? Ich dachte, das kriegst du halt, wenn du richtig schrecklich bist. Ich bin ein religiöser Eiferer und katholisch. Nein, warum? Würde ich das tun? Darf ich mal kurz anmerken, Pia, dass ich, um das zu bekommen, einen ganzen 6-stündigen Stream gebraucht habe, wo ich Entscheidungen nur über Würfel ausgeführt. Also das habe ich gebraucht, bis mein Charakter an dem Punkt war, wo er dieses Ereignis hatte. Und du? Nach einer Stunde. Zu ungefähr 2. Ja. Jetzt versuchst du ja auch noch echt sehr schön zu reden. Das sind alles Ketzer und Sünder, die den Tod verdient haben. Naja, es sind halt schon. Also, ja. Gut. Das, ja.
Wir haben jetzt einen Wald. Ich derweil gehe ins Hurenhaus. Ich habe Anspannung, einen Zusammenbruch bekommen, als ich meinem Sohn beigebracht habe, dass die Verbrecher auf dem Marktplatz seiner nicht wert sind. Und jetzt habe ich halt, ich kann entweder jetzt natürlich verschwenderisch werden, was gar nicht geht, weil Geld gibt man nicht aus. Aber lehrt Gott nicht auch Nächstenliebe? Nicht im Ersten Testament. Es kommt ein bisschen darauf an, wer der Nächste ist. Also, die katholische Kirche ist nicht die größte Kirche der Welt geworden, weil sie so nett und lieb ist und so viel Nächstenliebe hat. Die katholische Kirche ist eine der kriegerischsten und aggressivsten Glaubensrichtungen, die es je gegeben hat, die im Namen der Kirche sehr viel Leid verursacht hat und sehr viel Schmerz. Das heißt, nee, das ist ein absoluter Irrglaube, dass die katholische Kirche eine friedliche Religion von nebenan ist. Das ist das, was wir jetzt über sie lernen, obwohl sie es immer noch nicht ist. Ich bin jetzt übrigens die Pfählerin, by the way, ne? Und ich habe Liebesbläschen im Bordell bekommen. Wir sind wirklich gut dabei mit den schlimmsten Dynastien der Welt. Aber man sieht deine Liebesbläschen nicht. Das stimmt, weil ich so entstellt bin, dass es auch schon egal ist. Guck mal an, also wie viele negative Eigenschaften ich angehöre. Ich bin liederlich, abscheulich, bucklig, entstellt und Liebesbläschen. Und zwei davon habe ich mir am Anfang eingestellt. Das Event heißt der Wald meiner Träume, Sir Qualle. Ja, und der Wald ist aus gepfählten Leichen gemacht. Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm. Also. Nee, das ist. Ich habe es auch schon mal gemacht. Dankeschön, Mondkatze, für den Prime Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Deine ach so tolle, begriffsstutzige Schönheit. Die Pfählerin. Ja, passiert. Ich sehe da keine Problematik dahinter. Ich sehe übrigens, eine deiner Töchter hat die Begriffsstutzigkeit geerbt und ja, die andere nicht. Die Jüngere. Patricia. Hm. Die ist leider auch ein bisschen langsam. Man muss seine Träume halt auch mal verwirklichen. Dankeschön für die Unterstützung, das sehe ich auch so. Da wird ein bisschen viel Krieg geführt die ganze Zeit. Immer noch. Aber das ist auch nicht mein Krieg, ne? Also. Ich brauche halt echt dringend ein Festmahl. In 5 Gold habe ich eins. Wir müssen das halt dringend feiern, dass ich Leute gepfählt habe. Und wenn der Hafen so lange dauert, bleibt einem ja nichts übrig. Ja, eben. Der braucht noch 59 Tage, leider. Ich werde die Insta-Sprüche mit Lebe deinen Traum von nun an in völlig neuem Licht betrachten. Ja, sollte man auch. Na, aber es läuft doch gut. Mein Ehemann ist eingeschüchtert von mir. Ist er eingeschüchtert von mir? Nö, ist er nicht. Oh, gefestigt im Glauben. Ich bin als zutiefst frommer Mensch bekannt. Meine Hingabe an die höchsten Mächte sollte doch gewiss auch schon in diesem Leben zu etwas gut sein. Und nicht etwa erst im nächsten, nicht wahr? Es gibt eine Reihe von Leuten, die einmal daran erinnert gehören, dass ich in der Gunst allmächtiger Wesenheiten stehe. Ja, ich will, dass der Papst mich mehr mag. Das ist das, was ich mir will. Ich hätte auch Geld haben können, aber ich will, dass der Papst mich mehr mag. Und ich habe meinen Hafen. Geil, erstmal saufen. Geld! Nee, aber der Papst ist eine viel größere Bank. Aber. Das stimmt natürlich. Aber in erster Linie möchte ich auch einfach, dass der Papst mich mag. Also, das ist halt. Ist mir natürlich wichtig als religiöse Eifererin. Ja. Wie oft denken Sie so an Massenmord? Ah, nicht mehr ist üblich. Üblich ist null. Oh. Meine Ehefrau hat mir übrigens -100. Sie hasst mich. Aber alle hassen mich. Alter, wie?
Hast du versucht, dein Kind zu töten? Ich hab's mal eingekerkert. Ja gut, das ist problematisch. Sie mag auch nicht, dass ich einmal ein Verlöbnis gebrochen habe, obwohl das ein Verräter war. Vor allem aber mag sie nicht, dass ich abscheulich, bucklig, entstellt bin und Liebesbläschen habe. Das sind minus 30, minus 30, minus 20, minus 20. Ja, ich kann verstehen, dass das vielleicht etwas abstoßender sein kann. Aber sie muss halt auch respektieren, dass eure Ehe heilig ist. Ja, und wenn absolut. Sie nicht bereit ist, mit dir Liebe zu machen, ist sie nicht die Richtige. Das stimmt. Sie hat mir ja schon 4 Kinder geschenkt. Also zwei habe ich schon. Sie hat auch wieder Liebesbläschen. Ja, die habe ich mir im Bordell geholt. Das muss man halt mal abkönnen. Ich bin jetzt eine eifrige Frohnatur. Ich nicht. Verfressen und besoffen. Ach, meine eine Tochter ist neugierig geworden. Das ist doch gar nicht so schlecht. Dann kriegt sie auf jeden Fall eine Bildungsausbildung, damit sie auch schön fromm wird. Ach, beide sind neugierig geworden. Beide gehen auf jeden Fall Richtung Bildung, damit sie schön fromm werden. Fromm und gebildet. Maurice ist ein furchtbarer Mensch. Nein, Maurice ist geldgierig. Ja, aber, ich hab das sind Liebesbläschen. Yep. Mit Geld kann man halt so viel tun, um die Welt besser zu machen. Ist nicht Geld. Kann man machen, machst du aber nicht. Ja, ich habe ja noch nicht genug Geld. Ich habe noch nicht genug Geld, um die Welt besser zu machen. Aha. Ich muss da erstmal Geld anhäufen. Und dann noch dann, mehr anhäufen? Um es dann zu investieren, richtig. Mhm. Und irgendwann kaufe ich dann Twitter oder sowas. Und mach damit die Welt besser. Aber ich meine, als Herzog von Barcelona bin ich noch nicht reich genug, die Welt besser zu machen. Ja, man kann die Welt mit Dingen wie einem schönen Karpfenteich verbessern, Hugelhupf. Auf jeden Fall, genau das meine ich. Da werden lauter Kriege geführt neben mir. Das ist wild. Das sind die... Ich bin schon wieder schwanger. Naja, was heißt schon wieder? Mit 29 das zweite Mal. Eigentlich hält sich's in Grenzen. Aber das ist unsere Chance für einen Sohn. Und danach nie wieder Sex. Das heißt, ich sollte meinen nächsten Ausbildungsbereich vielleicht Richtung gesunder Körper gehen, damit ich dann zölibatär werden kann. Wer will da hier... Was will da jemand... Die ist so eine komische... Das zweite Mal schwanger, Flittchen. jetzt will tatsächlich der Typ hier wieder will jetzt wen auf den Thron bringen gegen mich. Alter, ich höre Kalle nur schreien. Der spielt irgendein Tag Spiel, auf. Das ihn triggert. Ich weiß es nicht genau, aber ich höre ihn in regelmäßigen Abständen, höre ich ihn rufen. Nee, er spielt Marauders. Dankeschön, Lokon, für die 20 Monate und ganz viel Spaß hier weiter. Dankeschön. Ich kann jetzt auf Twitch schauen, um schneller zu sehen, was dein Freund gerade spielt, als du bräuchtest, um in den Nachbarraum zu gehen und es nachzuschauen. Das ist wahr. Das ist wahr. Und dankeschön, King Kong, für die 12 Monate. Es gibt aus Gesellschaften und Orden, denen man beitreten kann. Es gibt religiöse Orden, du kannst ihnen aber nicht als Spielercharakter beitreten. Du kannst nur Kinder reinschicken. Das kommt aber auch sicher noch. Das fände ich total geil. Das hab ich gesagt, als ich die Frage bekommen habe, was ich für eine coole Mod fände. Mhm. So eine Mod, die irgendwie so Geheimgesellschaften und sowas reinbringt. Dass ich Freimaurerorden oder sowas oder so einen Templerorden halt, der halt nicht nur ein Kriegerorden ist, sondern wirklich so das französische Bankensystem unterwandert und so Zeugs. Und dass man dann auf die Weise, also allgemein finde ich noch mehr Wege cool, wie du Sachen sein kannst, die nicht nur Herrscher sind. Also ich würde gerne mal so einen Run machen, wo ich einfach ein Banker bin oder sowas.
oder halt eben ein Tempelritter oder ein Freimaurer oder sonst was, der versucht so strippenziehermäßig, vielleicht wie in Warhammer 3, wo du ja auch so Enklaven in andere Städte reinsetzen kannst, ne? Dass du die Stadt nicht besitzt, aber du verwaltest deine eigene Ordensabteilung in jeder Stadt oder sowas. Ja, das klingt cool. Das klingt richtig, richtig cool. Da müsste ich glatt mal fragen, ob dieser Modder da noch Bock drauf hätte. Wahrscheinlich nicht. Wäre auch voll okay. Aber falls er Bock hätte, das wäre mega cool. Das wäre richtig cool. Maurice kennt man von GameStar. Hallo. Das klingt richtig cool. Also generell würde ich alles, also ich finde so Republiken und so weiter müssen auch unbedingt noch spielbar werden. Ich möchte unbedingt mal mit Venedig spielen. Oh ja, stimmt. Du kamst über Rocket Beans zu Twitch? Ganz ursprünglich, ja. Ach krass. Ich glaube, also wir hatten bei GameStar auch, aber so... Das erste Mal, wo mich, glaube ich, das in Anführungszeichen normale Twitch-Publikum, so das weitere Twitch-Publikum, ist das richtige Wort, gesehen hat, war der erste Ziff-Gipfel bei den Beans. Ah. Das war dann nochmal eine völlig andere Zielgruppe, natürlich, als... Das war auch noch eine Zeit, als wir bei GameStar selber noch deutlich weniger Livestreaming im Fokus hatten. Da hat mich dann noch mal ein völlig anderes Publikum, glaube ich, kennengelernt. Leute, die halt, das meine ich jetzt gar nicht, irgendwie das eine der Zielgruppe irgendwie besser ist als die andere, Leute, die halt mehr so Unterhaltungsformate schauen versus halt klassische Spiele, Testvideos oder sowas. Mhm. Und ich habe von sehr vielen Leuten auch gehört, so das ist das, wo ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Was ganz lustig war, weil ich zu dem Zeitpunkt schon jahrelang bei GameStar war, die ja auch eine große Spieleinstitution ist, aber das hat eben nochmal Leute erreicht, die da halt nicht so reinschauen. Crazy. Deswegen ich kenne Maurice aus jedem Spieletest, der irgendwas mit Warhammer 40k zu tun hat. Ja, da, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr lobenswert. Deswegen hat es mich auch so geschmerzt, den Ziff-Gipfel letztes Jahr absagen zu müssen. Und zum einen, weil wir uns da mal gesehen hätten. Aber zum anderen war es eben wirklich auch, der liegt mir von allen Events schon sehr besonders am Herzen. Weil es so, das war das erste Mal, dass ich auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bin. So, ey, das ist ja geil. So, diese, so Streaming-Events und so. Warum kann ich aufgrund von dem Ringen-Konflikt den Graf Diego einfach angreifen? Was hat er gemacht, dass ich den angreifen darf? Ringenkonflikt geht einfach immer. Du kannst jeden mit Ringenkonflikt angreifen. Ach so. Solange das in dieser Kriegsphase ist. Ach krass. Ach krass. Ja gut, es gibt für mich keinen Grund, den gerade anzugreifen. Leute, ich habe jetzt hier wieder ein also ist für mich vielleicht ein Problem, für euch wird es lustig. Die einzige Eigenschaft, die hier rollenspielmäßig Sinn ergibt... Ich mache meinen Typ natürlich nicht treuherzig, natürlich nicht zufrieden. Ich mache ihn sprunghaft. Und sprunghaft heißt, wir werden alles auswürfeln, was er tut. Das oh ist nein. Die Tradition in diesem Stream. Oh nein. Ich habe übrigens gesündigt. Ich habe schon wieder eine Tochter. Oh. Langsam wird's kritisch. Langsam wird's kritisch. Ich habe einfach noch eine Tochter bekommen. Ich habe hier tatsächlich, ich bin gerade ein bisschen beeindruckt, ich habe tatsächlich Leute im Chat und die auch darauf hinweisen, dass diese Zitate mittelgut gealtert sind, aber die sich noch an einzelne dumme Sprüche erinnern, die ich beim Ziff-Gipfel abgelassen habe, am allerersten. Man muss sich vielleicht, dieser Ziff-Gipfel ist aus heutiger Sicht politisch höchstgradig unkorrekt, weil ich Russland gespielt habe und ein Gottesstaat errichten wollte und sich die anderen dann gegen mich verbündet haben. Und offenbar, ich bestreite das natürlich, aber offenbar habe ich wohl gesagt, wie jeder russische Herrscher, der was auf sich hält, messe ich meinen Erfolg in Hektolitern an deutschem Blut. Oh mein Gott! Man muss zu meiner Verteidigung sagen, dass Deutschland dort von Nils gespielt wurde in diesem Stream. Und er mich... Er gemein zu mir war. Das aber macht's nicht besser.
Oh, schön. Großartig. Aber das passt verdammt gut zum Fehler von Jerusalem. Ja, das passt richtig gut zum Fehler von Jerusalem. So, ich eine ein Aufstand! Meine Tochter ist übrigens außerdem hübsch. Also, ja, hübsch. Hat den zweiten Perk, der, was Schönheit angeht. Haben wir jetzt mal Verbündete? Graf Arna. Jetzt ist Graf Arna am Start. Er macht es wett. Er macht seinen Verrat. Jetzt, wo ich ein mächtiger Herzog bin und er was zu holen hat bei mir, ist er auf einmal am Start. Okay. Ja, so wie sich's gehört. Ja, ja, aber ich meine, ich verstehe das ja auch. Also, das muss man ja sagen. Sancho, der Schäbige, hat wenige Tugenden, aber er hat ein gewisses Verständnis für Leute, die die Welt nach dem betrachten, was für sie drin ist. Das ist nachvollziehbar. Oh, das kann nicht sein. Mein neuer Lehnsherr ist 2 Sekunden, bevor er mein Lehnsherr wurde, zu einem Ehebrecher geworden. Nehmen immer den billigsten Söldnertrupp, wobei der hat Lanzen, der andere hat viele Reiter. Das könnte sich sogar lohnen, etwas mehr zu zahlen. Oh. Der andere hat auch Söldner geholt. So, jetzt fangen wir euch da ab. Kommt her. Kill it with fire. Ja, das muss ich auf jeden Fall. Also ich muss mich auf jeden Fall von dem Dude... Ich habe halt eine 29%ige Wahrscheinlichkeit, den Tod zu bekommen. Das ist halt nicht so viel. Jetzt bin ich in seinem Rat. Schon wieder als Ratkanzler. Warum nicht als Ratspitzel? Und warum habe ich so eine geringe Wahrscheinlichkeit, den zu töten, obwohl der Ratsspitzel nur Ränkespiel 5 hat? Oft ist einfach, weil er ein König ist. Also wenn der Standesunterschied sehr groß ist, das schützt allein schon, ist oft mein Eindruck. Mhm. Ja, schauen wir mal. Bin ich hier abgefangen? Ich glaube nicht. Ob wir den Tod bekommen in der Theorie. Schauen wir mal. Wer da vielleicht auch noch dazukommt. Ja, man wird es auf jeden Fall. Nee, dafür gebe ich aber jetzt kein Geld aus. Ich guck mal, ob die von sich aus dazu kommen. Mal gucken. Ah, der Aufstand wird niedergeschlagen. Mit Gottes Hilfe sind 29% eine sichere Sache. Das stimmt. Eigentlich solltest du in den Herrgott vertrauen, Pia. Das ist auf jeden Fall. Deine Sache ist ja gerecht. Er ist schlimm. Er ist ein Ketzer. Aber ich hätte eigentlich gerne, ich könnte ja hier auch, ich kann einen Entführungskomplott auch versuchen gegen ihn. Das will ich alles nicht. Ich will ja eigentlich. Ich möchte eigentlich eine andere Königin haben. Oder einen anderen König. Aber die sind alle nicht würdig. König Sancho der Starke. Der ist zornig, tapfer und ehrgeizig, aber nicht religiös. Was hat er für ein religiöses Level? Der ist zumindest pflichtschuldig. Den würde ich eigentlich besser finden als König. Er ist auch Sancho, das ist ein guter, starker Name. Sollten wir, aber der hasst mich potenziell, ne? Wenn ich das vorschlage. Also Mein Lehnsherr hasst mich, wenn ich eine Anspruchstellerfraktion gegen ihn stelle, oder? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er das irgendwie rausfinden muss. Nee, das sieht man ja eigentlich öffentlich. Man sieht das, glaube ich. Dankeschön, Rosalie, für die 3 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Wäre eigentlich nur logisch, wenn sich das auswirkt. Ich weiß es gerade. Ich habe bei meinem gar nicht drauf geschaut, weil mich hassen eh alle, weil ich so hässlich bin. Ich meine, die Sache ist, ich bin nicht so schwach gerade. Das heißt, ich muss gar nicht so viel Angst haben eigentlich vor dem. Ich hole mir noch ein bisschen Armee dazu und dann, wir sind fast gleich auf, was die Armee angeht. Und ich habe 3 Töchter, also ich kriege auf jeden Fall, im schlimmsten Fall, kriege ich was hingebogen. Aber ich möchte den auf jeden Fall nicht haben. Ich finde den anderen König besser.
Oh, der kostet den sogar ein bisschen was, ja dann. Welcher war denn das? Welcher König? Welchen König habe ich da vorgeschlagen gehabt? Sancho der Starke. Der ist, der Pfehler. Okay, ich sehe, Dinge verbinden euch, ne? Ja, ich würde mal bei dem mal so, kann ich seine Sprache lernen? Ne, wir sprechen schon die gleiche Sprache. Wahrscheinlichkeit, dass wir uns anfreunden, ist gering. Der ist jetzt auch nicht so stark. Was ist mit dem König da oben? König Anzo und seine Frau. Der wäre auch ein guter König. Alter, wieder seine oben. Sprache könnte ich auch noch lernen. Fast gewinnt. Ich will halt irgendeinen König haben, der nicht mein König ist gerade, weil der ein Ehebrecher ist und das geht nicht. Anspruchstellerfraktion, so. Wir wollen jemanden anderen, ein unschuldiges, reines Wesen wollen wir als König haben. Es gibt kein unschuldiges, reines Wesen. In der Regel sind Könige keine unschuldigen, reinen Wesen, sonst bleiben sie nicht lange König. Ja, das gefällt mir alles nicht. Warum nicht selber machen? Ich bin eine Frau, ich sollte keine Königin sein. Wie schwer fällt dir dieses Rollenspiel gerade, Pia? Meins fällt mir relativ leicht. An Dragoni, ich will jetzt den gar nicht tiefer analysieren, aber Dankeschön. Säcke zu spielen fällt mir bekanntlich sehr leicht. Wie leicht fällt es dir, eine demütige Antifeministin zu spielen? Es geht. Das funktioniert schon. Ich quatsche einfach nur das nach, was ich den ganzen Tag auf Twitter lese. Ja, das ist leider wahr. Oh mein Gott. Ich würde mal ein paar Ritter einladen, damit ich ein paar gute, fromme Krieger finde.